Der Werwolf. Es war einmal ein junger Mann namens Lukas, der in einem kleinen Dorf in einem weit entfernten Königreich lebte. Lukas, warum sagst du ihr nicht, was du fühlst? Was, wenn sie Nein sagt? Ich weiß nicht, ob mein Herz den Schmerz ertragen kann. Was ist, wenn jemand anderes sich vor dir erwischt? Nein! Du hast recht, mein Freund. Ich sollte ihr sagen, was ich fühle, bevor es zu spät ist. Und so nahm Lukas seinen Mut zusammen und ging auf Susanne zu, um ihr von seinen Gefühlen zu erzählen. Oh, Susanne? Ja? Ich, einen schönen Tag, Susanne. Dir auch, Lukas. Danke. Was? Du kennst meinen Namen? Ja, klar. Wir gingen doch auf dieselbe Schule, weißt du noch? Und die Englischlehrerin hatte einen Liebesbrief gefunden, den du an eine bestimmte Person geschrieben hattest. Oh, das, ja, das war Markus. Er hatte ihn geschrieben. Wirklich? Dann werde ich wohl besser mit Markus sprechen. Eigentlich war es nicht Markus. Ich war es. Ich liebe dich. Warte, das habe ich nicht gesagt. Doch, hast du. Ich. Okay, bye. Susanne? Ich heiße Susanne, nicht Susanne. Entspann dich, Dummerchen. Ich kam hierher, um dir zu sagen, dass ich seit der Highschool darauf gewartet habe, dass du mir von deinen Gefühlen erzählst. Und als du es endlich getan hast, bist du weggelaufen. Nun, ich... Ich liebe dich auch. Du auch? Psst. Deine Eltern werden uns hören. Wir treffen uns morgen am See. Mach's gut. Träume ich etwa? Ich hoffe nicht. Wir sehen uns morgen. Wir sehen uns. Am nächsten Nachmittag trafen sich Lukas und Susanne am See. Und das junge Paar malte Liebesschlösser in die Luft. Ich kann es nicht glauben, dass du mir gehörst. Versprich mir, dass du mich nie verlässt. Niemals. Unsere Liebe ist unsterblich. Stimmt. Seit diesem Tag vergingen Monate und Susanne und Lukas liebten sich jetzt mehr denn je. Okay, jetzt geh. Vater wird jeden Moment kommen. Dich hier auf meinem Balkon zu sehen, wird keinen guten ersten Eindruck machen, weißt du? Ich kann diese Distanz nicht mehr ertragen. Das musst du nicht. Du wirst ja doch morgen mit ihm sprechen. Ah, morgen. Ich kann es kaum erwarten. Ich liebe dich so sehr. Ich liebe dich auch. Und jetzt geh. Bye. Tschüss, Dummerchen. In der Zwischenzeit war Nebula, eine junge Hexe aus den Bergen, in das Dorf gekommen, um Kräuter zu kaufen. Sie schlenderte über den Markt. Als ihr Blick auf Lukas fiel, verliebte sie sich sofort in ihn. Ah, dieser hübsche junge Mann. Doch zu Nebulas Überraschung sah sie, wie Lukas eine andere Frau umarmte. Susanne. Und wurde außer sich vor Wut. Seitdem verfolgte sie Lukas heimlich wie ein Schatten. Bis... Hallo Lukas, ich bin Nebula und komme aus Mount Charles. Hallo, was kann ich für dich tun? Was, wenn ich dir sagen würde, dass ich dich liebe? Wie bitte? Liebst du mich auch? Bist du okay? Ich kenne dich doch überhaupt gar nicht. Außerdem liebe ich eine andere. Nun denn, wenn ich dich nicht haben kann, ja, dann kann es niemand. Was? Wenn du das nächste Mal in den Wald gehst, um Holz zu holen, sollst du beim ersten Hieb deine Axt in einen Wolf verwandelt werden. Und mit diesen Worten drehte sich Nebula um und ging weg. Lukas lachte innerlich und ging nach Hause. An jenem Nachmittag spannte Lukas trotz der Drohungen der Hexe seine Ochsen vor den Wagen und fuhr in den Wald. Doch kaum hatte er einen Baum angeschlagen, fiel die Axt zu Boden. Überrascht und erschrocken schaute er auf seine Hände. Sie hatten sich in Wolfspfoten verwandelt. Nein, nein, nein! Fast wahnsinnig vor Angst und Verzweiflung rannte er durch den Wald.
Er schaute in ein Wasserbecken und sah, dass er sich in einen Wolf verwandelt hatte. Vor Schmerz und Schrecken rannte er aus dem Wald hinaus. Die Menschen begannen zu schreien und zu rufen und rannten vor Entsetzen beim Anblick des riesigen Wolfes davon. Hin und her, ihr Lieben! Und als er sah, wie sie hin und her liefen, erkannte er die Panik, die er bei den Menschen auslöste. Mit einem lauten Heulen drehte sich der Werwolf um und verschwand in den Wäldern. Die Sonne ging unter und dann wieder auf. Es war ein neuer Tag. Aber für den Werwolf hatte sein schreckliches Leben erst begonnen. Zurück im Dorf wartete Susanne mit angehaltenem Atem darauf, dass ihr Lukas nach Hause kam und um ihre Hand anhielt. Aber er kam nicht, aus Gründen, die sie nicht kannte. Verzeih mir, meine Liebe. In diesem Zustand kann ich nicht zu dir kommen, denn ich werde dich erschrecken, aber ich werde gehen und die Hexe finden, damit sie den Fluch rückgängig macht und ich bald zu dir zurückkehren kann. Und so begann Lukas, nun als Werwolf, seine Reise zum Mount Charles. Er überquerte viele Flüsse und durchquerte viele Wälder, wobei er darauf achtete, dass die Menschen ihn nicht zu Gesicht bekamen. Und wann immer er an ein Gewässer kam, fing er mit seinen bloßen Händen Fische und aß sie nach Herzenslust. Er ging weiter und weiter und eines Tages führte ihn seine Reise zu einer Wiese, auf der er ein Rudel Hyänen sah, das einen kleinen Jungen umkreiste, wobei ihnen Speichel aus dem Maul tropfte, während sie sich dem Jungen näherten. Jemand muss mir bitte helfen! Und mit einem lauten Brüllen sprang Lukas in die Szene. Als die Hyänen das riesige Tier sahen, rannten sie hin und her, bevor sie hinter den Bäumen verschwanden. Bitte, bitte, töte mich nicht. Lukas sah den verängstigten Jungen an und setzte dann seinen Weg fort, indem er den Kopf in Richtung seines Weges drehte. In diesem Moment war eine Stimme zu hören. Die Stimme einer Frau. Lukas drehte sich um und sah, wie Nebula, die Hexe, auf den kleinen Jungen zugelaufen kam und ihn umarmte. Jack! Oh, Jack! Warum hast du meine Hand losgelassen? Alles okay? Ja, dieser seltsam aussehende Wolf hat mir geholfen. Nebula sah den Wolf an und wusste sofort, wer er war. Lukas? Lukas heulte und senkte den Kopf. Eine Träne floss aus seinen Augen, denn er fühlte sich so hilflos, weil er nicht sprechen konnte. Oh, es tut mir so leid, Lukas. Meine Wut hat mich übermannt. Du hast das Leben meines Bruders gerettet. Wir werden dir ewig dankbar sein. Und als die Hexe dies sagte, strich sie Lukas sanft über den Kopf und sofort verwandelte er sich zurück in seinen menschlichen Körper. Worte kamen ihm nicht über die Lippen, als er seine Hände sah und sein Gesicht berührte. Sein Groll gegenüber der Hexe verflog sofort. Lukas, tut mir leid. Ich habe gelernt, dass es in der Liebe nicht immer darum geht, die Person, die man liebt, zu besitzen. Manchmal geht es darum, sich zu freuen, diese Person glücklich zu sehen. Nun, lass die Vergangenheit ruhen. Ich muss sofort zu meiner Liebe eilen. Lukas, warte. Der Fluch. Er kann nicht dauerhaft aufgehoben werden. Wie meinst du das? Du bist jetzt wieder ein Mensch. Aber wann immer du wütend wirst, wird der Wolf in dir auferstehen. Es tut mir leid. Ich kann den ganzen Fluch leider nicht rückgängig machen. Wenn ich mit meiner Liebe zusammen bin, ist kein Platz in meinem Herzen für Zorn. Danke und tschüss. Du hast eine weite Reise hinter dir, Lukas. Hier, dieser Zauberspruch wird dich sofort in dein Dorf bringen. Und mit einem schimmernden Licht verschwand Lukas von der Wiese und erschien in seinem Dorf. Nun, zu meiner Liebe. Er ging sofort zu Susannes Haus, wo er eine Menge Leute versammelt sah, als ob ein Fest stattfände. Was ist hier los? Warum? Susanne und Markus haben eben geheiratet. Warte, bist du nicht? Aber Lukas wartete nicht.
Er stürmte sofort hinein, um Susanne und Markus in ihren Hochzeitskleidern zu sehen, während ihre Familie um sie herumstand. Susanne? Lukas? Du hast geheiratet? Mit Markus? Du hast die Dreistigkeit, nach 3 Jahren zu mir zurückzukommen und mich zu fragen, ob ich geheiratet habe? Ich habe lange genug auf dich gewartet, Lukas. Aber... Lukas, es reicht. Es ist unser Hochzeitstag. Zerstör ihn nicht. Lukas sah Markus an und die Adern auf seiner Stirn begannen sich zu wölben. Und mit einem lauten Brüllen verwandelte er sich in einen Werwolf. Panik brach im Haus aus und die Menschen rannten vor Angst davon, während Lukas sich Markus näherte und seine langen Eckzähne und Krallen fletschte. Und gerade als Lukas sich auf Markus stürzen wollte... Stopp! Was ist mit dir passiert? Was ist aus dir geworden? Bitte! Er ist jetzt mein Mann. Wenn du jemandem etwas antun musst, dann mir. Susanne weinte und schlug ihre Hände flehend zusammen. Als er die Tränen in ihren Augen sah, begann sich der Wolf in Lukas zu beruhigen. Und er verwandelte sich wieder in einen Menschen. Wir haben uns ewige Liebe versprochen. Und du konntest nicht auf mich warten? Wir alle dachten, du wärst tot, Lukas. Nein, deine Liebe war nicht unsterblich. Aber meine war, ist es noch. Hab ein schönes Leben, Susanne. Ich werde dich für immer lieben. Mit diesen Worten drehte sich Lukas um und knurrte wild, während er sich in einen Werwolf verwandelte. Dann rannte er mit erschütternden Schritten aus dem Haus und in Richtung Wald. Er wurde nie wieder gesehen, aber die Legende besagt, dass der Werwolf immer noch lebt und unter uns weilt. Und wann immer ihn die Gedanken an seine Liebe quälen, schließt er sich von den Menschen aus und sucht Zuflucht in den Wäldern, wo er seinen Schmerz wegheult. Denn nicht alle Liebesgeschichten haben ein Happy End. Manche werden einfach zu Legenden. Das Ende.